Ich sehe das mit dem Debriefing so. Das ist ja entwickelt für Gruppen von Menschen, die das Gleiche erfahren haben. Nun weiß man inzwischen auch, dass es vielen Menschen, die das Gleiche erfahren haben, zum Beispiel Vergewaltigungsopfer aus dem Bosnienkrieg, dass es für die durchaus hilfreich ist, wenn die zusammen sind und über das Erlittene reden können. Können, aber nicht müssen. Bei dem Debriefing ist es jetzt aber so, das ist ein festgeschriebenes Protokoll, wo man verschiedene Bereiche des Erlebens durchgeht und wo die Leute dann über das reden sollen, müssen zum Teil sogar. Zum Teil, ich nehme an, das ist auch unterschiedlich, zum Teil werden die da richtig unter Druck gesetzt. Also da ist halt wieder dieses, der Arzt weiß es besser als der Patient und ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, dass das hilfreich ist, wenn man den Moment erwischt, wo die Leute intrusiv sind und sowieso gern reden möchten, wo die vielleicht sogar unter Druck sind, was zu erzählen. Dann kann das sinnvoll sein. Aber dieser Prozess läuft auch bei Menschen, sagen wir mal, alle, die in dem Zug waren von Eschede, das läuft nicht bei allen gleich ab. Also wenn Sie die jetzt alle zusammensetzen, dann wollen die einen schweigen und die anderen wollen vielleicht reden. Ich finde das schwierig. Ich würde nicht das in Bausch und Bogen sagen, dass es immer falsch ist, aber ich glaube, man muss das sehr differenziert bei Einzelmenschen anwenden. Und wenn Sie das in der Gruppe machen, dann ist es eh schon schwierig. Ja, wenn die einen sich nicht damit beschäftigen wollen, sie müssen sich dann die Geschichten von den anderen anhören. Das ist sowieso ein Problem von Gruppenarbeit mit Traumatisierten. Ja, wenn man in den Gruppen über die Traumata spricht, dass dann diejenigen, die sich eigentlich damit nicht beschäftigen wollen, damit konfrontiert werden, finde ich sehr problematisch.